Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Wir möchten heute ein Experiment machen mit einem PGA 202. Ich habe Ihnen ja diesen PGA 202 schon als Differentialverstärker vorgestellt, mit recht erfreulichen und guten Ergebnissen für ein Billiggerät aus China. Was wir heute machen möchten, ist diesen Verstärker als Vorverstärker für einen Spektrumanalyzer einzusetzen. Dazu haben wir einen Eingang des Differentialverstärkers mit 50 Ohm abgeschlossen, der wird nicht benötigt. Wir benötigen nur einen einzigen Eingang, verstärken wieder 1 zu 1000 und den Ausgang leiten wir auf den Spektrumanalyzer. Für solch kleine Signale, die wir eigentlich hier zeigen wollen, ist ein Oszilloskop zu wenig empfindlich. Wir werden das jetzt genau demonstrieren. Also nochmals, 50 kHz Frequenz, 1 mV Ausgang zum Verstärker, der tausendfach verstärkt. Das erste Resultat wird 1 Volt sein. Und wir gehen nun zum Spektrumanalyzer. Ja, zuerst zeige ich Ihnen vielleicht noch das Dämpfungsglied. Wir werden selbstverständlich dann entsprechend dämpfen. Und zwar bis zu 60 dB. Das wäre dann wieder 1000. Also wenn ich mit 60 dB dämpfe, 1000-fach dämpfe, 1000-fach multipliziere, sollte ich dann wieder das Eingangssignal auf dem Spektrumanalyzer ablesen können. Okay, nun zum Analyzer. Okay, wir sind nun auf dem Spektrumanalyzer. Nochmal zur Erinnerung, Eingangsspannung ist 1 mV und wir verstärken mit dem Faktor 1000. Damit ich genügend Raum habe auf dem Spektrumanalyzer, haben wir bereits mit 20 dB Dämpfung angefangen. Also die erste Stufe ist bereits 20 dB. 20 dB ist dividiert durch 10. Dividiert durch 10 und wieder mal 1000 gibt 100 mV. Also 20 dB Dämpfung und jetzt gehen wir auf 40 dB Dämpfung. 40 dB Dämpfung ist der Faktor 100. Also unser 1 mV ist auf 1/100 mV gedämpft worden und das gibt dann wieder multipliziert mit 1000 diese 9, mV, das sind eigentlich 10 mV sein. Wir haben einen kleinen Verlust und auch eine kleine Schwankung des Signals, weil wir weil wir nicht zu lange Sweepzeiten wollen, wir haben hier nur ungefähr 1,5 Sekunden Sweepzeit, dann ist das Rauschen des Spektrumanalyzers noch relativ hoch. Man könnte das ein bisschen noch verbessern, indem man das Rauschen reduziert, aber dann wird die Sweeptime extrem groß und dann wird das nicht mehr sehr, sehr erträglich. Jetzt machen wir nochmal durch 1000. Jetzt haben wir den Faktor 1000. Und 1 mV dividiert durch 1000 und wieder multipliziert mal 1000, dann sollten wir wieder bei 1 mV sein und das stimmt recht gut. Ja. Wir kommen wieder auf 1 mV. Also dieser Vorverstärker erlaubt uns extrem kleine Spannungen als Multiplikator, Vorverstärker, den PGA 202 einzusetzen, extrem kleine Spannungen zu verstärken und dann anzuzeigen. Das ist sonst kaum möglich. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.